Die Dollarnote. Wir sehen sie, halten sie in der Hand und geben sie aus. Täglich. Aber wann betrachten wir sie genauer? Verborgen in ihrem Design finden sich mysteriöse Bilder und historische Symbole. Da gibt es ein markantes Symbol, eine unvollständige Pyramide mit dem alles sehenden Auge der Vorsehung. Warum sind sie dort? Und was bedeuten sie? Amerikas Schicksal ist in diesen Symbolen verborgen, eine Zivilisation ohne einen Glauben an Gott. Verschwörungstheoretiker glauben, dass diese aufwendigen Symbole Teil einer politischen und religiösen Verschwörung sind, entstanden in der Gründerzeit der USA. Verwickelt darin sind nicht nur die Gründerväter, sondern auch einer der meistverehrten Präsidenten, Franklin D. Roosevelt. Kernstück dieser Verschwörung sind die Freimaurer. Was sind die Geheimnisse der Dollarnote? Betrachten enthüllt die Dollarnote ein komplexes Design. Sie ist voller Bilder. Bilder mit symbolischer Bedeutung. Eine Pyramide, ein allsehendes Auge, ein Adler. Oder ist es ein Phönix? Was bedeuten sie und wie kamen sie dorthin? Es wimmelt nur so von Verschwörungstheorien, angeheizt durch Radioanrufe, umstrittene Publikationen und sogar Hollywood-Blockbuster. Aber was ist die Wahrheit? Alles beginnt mit dem großen Siegel, dem offiziellen Wappen der USA. Dieses Symbol ist das Herzstück der Dollarnote. Erst wenn wir dieses Siegel verstehen, können wir anfangen, die Geheimnisse zu entziffern, die sich im Design der Dollarnote verstecken. Die meisten Leute denken bei dem großen Siegel zunächst an die Vorderseite. Einen Adler mit Pfeilen, einem Ölzweig und einem sechszackigen Stern über seinem Kopf. Das erkennen die meisten Amerikaner als ihr Siegel an. Die Rückseite des Dollars kennzeichnen jedoch zwei runde Embleme, denn das Originalsiegel war doppelseitig wie eine Münze, mit Vorder- und Rückseite. Auf der Vorderseite befand sich der bekannte amerikanische Adler, aber die Rückseite schmückte ein sehr viel mysteriöseres Symbol. Das stellte eine völlig neue Erfahrung dar. Der Schein enthält Symbole, die nicht amerikanisch sind. Es gibt keine Pyramiden in Amerika. Doch diese Pyramide befand sich auf der ursprünglichen zweiseitigen Ausführung, die als offizielles Siegel der USA entworfen wurde. Seit Jahrtausenden nutzen Völker, Kulturen und Regierungen Siegel, um Dokumente zu beurkunden, Besitztum zu kennzeichnen und Sicherheit zu gewährleisten. Die Siegel waren extrem wichtig, da sie über die Ursprünge der Nation Aufschluss gaben und Heraldikern, also Wappenkundlern, zudem etwas über deren Absicht verrieten. Seit ihrer Schöpfung gilt die Adlerseite des Siegels als Sinnbild für Amerika. Doch die Rückseite, die die Pyramide zeigt, sieht man nur auf der Rückseite der Dollarnote. Warum wurde das Siegel also mit zwei Seiten entworfen? Und was verraten diese Bilder über Amerikas Absichten? Das große Siegel hat sich mit der Zeit entwickelt, doch basiert es vor allem auf einem Design, das die Gründerväter entwarfen. Zur Zeit der amerikanischen Revolution, der Unabhängigkeitserklärung vom Mutterland Großbritannien, war es sehr wichtig für die neue Nation, ihre eigene Identität in einem Siegel auszudrücken. Dieses Siegel sollte Amerika gegenüber dem Rest der Welt repräsentieren. Die Gründerväter wussten, dass es gewissermaßen die höchsten Werte jenes neuen Landes symbolisieren sollte, für das sie gekämpft hatten. Am 4. Juli 1776 wurde ein Komitee zum Entwurf des Siegels gegründet.
Es dauerte letztendlich 6 Jahre und beanspruchte die Arbeit 2 weiterer Komitees, bis die endgültige Version des großen Siegels, wie es heute die Dollarnote ziert, gebilligt wurde. Doch im Laufe der nächsten 200 Jahre stand das große Siegel im Zentrum einer anhaltenden und zunehmenden Debatte, vor allem seit es das Herzstück der Dollarnote ausmachte. Nehmen wir einmal an, dass es eine Verschwörung gab, dass die Entwurfkomitees von einer Geheimgesellschaft infiltriert waren, den Freimaurern. Man muss wissen, dass die Freimaurer ihre Ziele nicht offen verfolgten, sie hielten sie geheim. Sie versteckten ihre Symbole im Siegel, sodass nur Eingeweihte sie verstehen konnten. Doch wer sind diese Freimaurer? Obwohl ihre frühesten Anfänge nach wie vor ungeklärt sind, lässt sich die moderne Freimaurerei bis zu den Geheimgesellschaften der Steinmetze zurückverfolgen, die die großen Kathedralen in Europa bauten. Die Freimaurer wurden ursprünglich zu demselben Zweck gegründet, wie alle Handwerksverbände, ähnlich den heutigen Gewerkschaften. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Freimaurerei als weit mehr als nur eine Handwerkszunft betrachtet. Sie hatte sich zu einer Art alternativen Philosophie entwickelt, die das Wissen und die alten Traditionen der Steinmetze in komplizierten Ritualen und geheimen Zeremonien zelebrierte. Ihre zentrale Philosophie hieß Brüderlichkeit und die Anerkennung der Gottesvaterschaft. Ihr Ziel war es, alle Religionen einzubeziehen. Aristokraten und Wissenschaftler begannen, ausschließlich auf persönliche Einladung hin, den Freimaurern beizutreten. Sie brannten darauf, in der Sicherheit der privaten Logen oder Treffpunkte verschiedene Ansichten und Ideen zu diskutieren. Diese Männer verbreiteten das Freimaurertum in ganz Amerika. Ende des 18. Jahrhunderts war die Freimaurerei eine relativ elitäre Gesellschaft, die sich auf die gehobene Mittelschicht der USA beschränkte. Sie war auch eine der wenigen Organisationen über die Grenzen der einzelnen Kolonien hinweg. Freimaurer war Freimaurer, ob in Massachusetts oder in South Carolina. Das Freimaurertum war eine Geheimgesellschaft von gebildeten und einflussreichen Männern geworden, die durch eine Bruderschaft verbunden waren, die alle geografischen und religiösen Unterschiede überwand. Und einige glauben, dass die Freimaurerei eine alternative Religion zum traditionellen Christentum war und noch heute ist. Die Freimaurer sind eine Geheimgesellschaft, die behauptet, sie sei nicht geheim, aber heilig. Doch sie ist geheim. Weder Sie noch ich können einfach so zu Ihren Treffen gehen, auch nicht die Medien. Falls Sie unlautere Absichten mit unserer Zivilisation haben und wir dies verhindern wollten, müssen Sie sie geheim halten. Zweifellos bildete das Freimaurertum während des Unabhängigkeitskrieges ein mächtiges Netzwerk verschiedenster Männer, die eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Briten einnahmen. Zur Zeit der Revolution waren viele prominente Amerikaner Freimaurer. George Washington war zweifellos einer der bedeutendsten. Benjamin Franklin, Paul Revere, John Hancock, sie waren Freimaurer und von großer Bedeutung während der Revolution. Benjamin Franklin wurde Mitglied des ersten Komitees, das mit dem Entwurf des großen Siegels beauftragt war. Zum Komitee gehörte auch Thomas Jefferson, von dem man annimmt, dass er ebenfalls Freimaurer war, obgleich dies nie offiziell bestätigt wurde. Das letzte Mitglied des Komitees war John Adams, der später 2. Präsident der USA wurde. Unterstützt wurden sie von einem Wappenkünstler namens Pierre-Eugène du Simitière. Du Simitière lieferte letztlich 4 Elemente, die in die Endversion des Siegels übernommen wurden. Dies waren die Jahreszahlen.